Jo. Alter, das ist der große. Ich glaub schon. Oh mein Gott, Digga. Das ist er. Das ist er, Digga. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Ey, Junge, wie geil sieht der aus? Junge, das glaube ich jetzt nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, das ist der. Ey, Digga, der sieht so geil aus. Richtig braun und orange von unten irgendwie. Guck dir den Fisch an. Ich fass das Ding, ey. Und noch ein Affen dran, ne? Ja, guck mal, das Kamel an hier. Guck mal, was der für einen Kopf hat. Richtig, guck mal. Und der war halt mal dicker, ne? Größe, ja klar, der ist abgenommen. Ja. Das war ganz klar, aber. Ich hab schon schöner Fisch. Perfekt. Wahnsinn, ich kann es nicht fassen, ey. Wir haben den 3. Januar. Yep. 3. Januar. Besser kann man in ein Jahr nicht starten, würde ich sagen. Die Bedingungen haben gepasst. Wir hatten, wie gesagt, um die 10 Grad die Tage vorher. Und ja, die Bedingungen sahen gut aus für einen schnellen Fisch. Auch im Winter. Und so war es auch. Wir waren jetzt keine 3-4 Stunden hier. Und ja. Hier liegt er schon, so schnell kann es gehen. Geil, ich zeige euch den mal. Ein richtig geiler Schuppi. Oh. Und ich würde sagen, so kann man ins Jahr starten. Und das ist ein richtig, richtig geiler Winterfisch. Wir müssen ihn gleich mal wiegen. Also ich schätze ihn so knapp über 15 Kilo. Geil, Mann. So muss es laufen und besser geht es einfach nicht. Und da sieht man wieder, auch eine schnelle Nacht im Winter kann sich immer lohnen. Geht raus, Leute, und fangt euren Fisch. Wenn die Bedingungen passen, kann ein Fisch immer beißen. Egal, ob Winter ist oder was auch immer. Geil, ey! Yes. Ja, jetzt die Nacht ging leider nichts mehr. Aber ich denke, wir können voll zufrieden sein für eine schnelle Nacht. Mal einmal raus und dann so einen schönen Fisch zu fangen. Und das im Januar. Wir hatten übrigens den 3. Heute haben wir den 4. Ist das schon sehr gut. Also ich freue mich riesig darüber. Und die Bedingungen waren einfach perfekt. Wie gesagt, wir hatten die Tage davor irgendwie 10 Grad oder was. Und bei so flachen Gewässern kommt das schon schnell bei den Fischen an und sie fangen auch an zu fressen. Das hier ist ein ganz kleiner See, gute Fische drauf, was heißt gute Fische, der Bestand ist jetzt auch nicht so riesig, sind ein paar Fische drauf. Ich wusste, das ist bei mir in der Nähe, ich kann da schnell hinfahren mit dem Auto, brauche nicht so viel schleppen, kann ein bisschen angeln und ja, ich hatte keinen Bock auf so ein riesen Ding jetzt irgendwo an so einen riesen Vereinssee zu fahren oder so. Ich wollte einfach nur eine schnelle Nacht machen und dafür war das hier perfekt. Deswegen sind wir hier hingefahren und ja, war ja auch die richtige Entscheidung. Wir haben einen guten Fisch gefangen und so muss es sein. Ich habe meine Ruten hier einfach am Ufer aufgestaffelt, habe die ein bisschen am Ufer verteilt, da ich vermutet habe, dass sie so ein bisschen in den Bäumen hängen und doch schon am Ufer fressen, weil wir einen Tag vorher gesehen haben, wie hier ein Koi direkt am Ufer gefressen hat. War halt nur ein ganz kleiner, aber dann sieht man schon, dass die Fische einigermaßen aktiv sind oder waren. Heute Nacht ging halt nichts mehr. Wir hatten jetzt heute Nacht die erste Frostnacht nach langer Zeit wieder. Es war richtig knackekalt. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann schon wieder bei den Fischen angekommen ist. Diese kalte, klare Nacht ist nicht immer ganz so geil. So, ich weiß nicht, wie weit die Bäume hier unter Wasser reingehen. Deswegen gucke ich jetzt einfach mal mit einem blanken Blei, wo die Äste lang gehen. Und taste mich mal so ein bisschen hier durch. Das sieht sehr gut aus. Hier ist gar nichts. Auch nicht so tief, wie ich gedacht hätte. Eigentlich perfekt. Ich glaube, ich lege gleich mal eine unter den Busch hier lieber als in den Baum, weil im Baum habe ich eher Angst,
dass ich da einen Fisch verliere. Und das muss wirklich nicht sein. Ja, hier sind jetzt Äste. Aber hier ist alles frei. Ich guck mir noch mal den Baum an. Vielleicht kann man da doch fischen, weil bei vielen Bäumen ist es ja oft so, dass oben mehr geäst ist als unter Wasser und man tatsächlich richtig gut unterm Baum fischen kann, ohne einen Fisch irgendwie zu verlieren oder seine Montage da drin abzureißen. Oha! Aber hier sind alles Äste. Nee, das mache ich nicht. Das ist mir zu kritisch. Der Fisch wird hier auf jeden Fall reinziehen. Und das mache ich nicht. Ja. Ja gut. Aus dem Grund habe ich halt auch extra eine Schlagschnur drauf gezogen. Unsere neue. Weil ich mir nicht sicher war, wie es hier unter Wasser aussieht. So, ich glaube hier vor einfach ist das schon ganz gut. Gucken doch einige Äste noch raus. So, hier lege ich ab. Hier ist schön hart. Kein Holz unter Wasser. Die Äste, die man sieht, sind nur überm Wasser. Unter Wasser ist frei. Hier werde ich eine ablegen. Und dann gucken wir mal. Wie immer bei mir, ganz simples Rig. Scharfen Haken, unsere neuen drauf. Und dann gucken wir mal. So. Kleinen Paddelschlag nach hinten. Mir fällt gerade auf, ich habe gar nicht geguckt, ob mein Köder schwimmt, aber tut er nicht. Sehr gut. So. Zack. Noch mal einmal anliften, passt alles. So, ein bisschen Futter drüber und das war es schon. Das Futter hat jetzt schön gezogen, gibt eine gute Wolke. Aber auch hier nicht zu punktuell füttern, sondern ruhig ein bisschen großflächiger. Die Fische sollen ein bisschen suchen. Und auch ruhig hinten richtig ins Holz rein. Und noch ein paar einzelne Highlights reinsetzen. Mal gucken. Und das war es auch schon. Ja, was meine Rigs angeht, habe ich genauso gefischt wie immer. Schon im letzten Video habe ich euch erklärt, dass, oder erzählt, dass ich eigentlich das ganze Jahr über mit den gleichen Rigs fische. So ein No-Not-Rig mit einem kleinen Pop-Up als Schneemann obendrauf verwende ich immer und überall. Auch zu jeder Jahreszeit und auch jetzt wieder den Fisch da drauf gefangen. Das geht halt immer. Wenn ich jetzt hier nur tagsüber angeln würde, würde ich vielleicht ein bisschen kleiner angeln. Vielleicht irgendwie so ein 10 mm Pop-Up oder sowas obendrauf machen auf einen halben Boilie oder vielleicht wirklich nur mit Maiskörnern angeln oder mit Partikeln, irgendwie sowas. Aber machen wir uns nichts vor, im Winter, wer will schon nachts für eine Brasse oder sowas raus? Und die Fische, die fressen, die ziehen sich auch einen Boilie mit einem Pop-Up obendrauf weg.
Aber so kann ich halt fast sicher gehen, dass ich nicht nachts bei Minusgraden für eine Brasse raus muss. Ja, was das Futter angeht, halte ich es auch hier simpel. Halt alles ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger. Ich glaube, die Fische fressen jetzt auch recht gut. Wir haben hier eine ganz milde Phase gerade. Wir hatten heute tagsüber irgendwie 12 Grad und das halt auch schon die Tage vorher. Wir hatten die letzten 4 Tage oder so über 10 Grad. Und bei so einem flachen Gewässer wie hier, denke ich, kommt das auch bei den Fischen an und dementsprechend werden die auch ganz gut fressen. Wie schon gesagt, ich halte das Futter einfach ein bisschen kleiner. Boilies, ein bisschen was Auffälligeres. Weiß, Pink, Gelb ganz gerne und dann halt als 16 mm. Die zerkleinere ich ein bisschen. Ja, dazu ein paar Pellets. Die fische ich immer gerne dazu. Was nochmal ein bisschen ja, extra Attraktivität gibt. Pellets gehen immer, außer wenn man sehr viel Brassen im Gewässer hat, dann kann man sich damit auch mal ganz schnell den Platz versauen. Aber im Winter oder beim Stalken fütter ich die immer gerne dazu. Dazu packen wir, oder ich, immer sehr gerne Milky Way. Das ist so ein Puderzusatz dazu. Der hat ein bisschen schwebende Anteile drin. Sprich, wenn ich es fütter, habe ich in der gesamten Wassersäule ein bisschen Futter, was aufsteigt. Und das über mehrere Stunden. Und wenn man nur so ein bisschen füttert, ist das richtig geil. Das kommt auf jeden Fall immer dazu. Auch nicht sparen, da ist ein bisschen Krillmehl mit drin, das geht da gut hoch, das ist ja auch ein bisschen auftreibend. Dann Leber, ganz wichtig, liebe ich, auch einen guten Schuss. Das kommt immer da rein, ist sehr schön wasserlöslich und gibt auch eine gute Wolke. Und ein bisschen Liquid, SAF hier in dem Fall, was halt nochmal den zusätzlichen Kick gibt unter Wasser, einfach für die Geruchswolke quasi, für die Extranote. Wahrscheinlich, wenn man es weglässt, macht es auch nichts, aber ich mache es ganz gerne. Und natürlich ein ganz bisschen Dosenmais, einfach für ein bisschen Highlights am Grund. Und das war's auch schon. Hinterher, wenn ich den Platz fütter, dann werfe ich immer noch mal ein paar einzelne Boilies so drumherum, die ich bewusst hier nicht mit reinpacke. Weil sie halt dann die Farbe so behalten, die sollen so hell bleiben und nicht mit dem SAF oder durch das Futter verfärbt werden. Ja, für das Fischen in solchen Fällen hier oder in solchen Situationen verwende ich dann gerne unser Compact Pot. Das ist halt sehr klein, flexibel, man kann es überall aufstellen und wie hier, wir haben hier so einen kleinen Steg, da passt das perfekt und da kann ich die Routen schön drauf abstellen und weiß, dass sie vor allen Dingen sicher liegen. Ich fische, wie gesagt, da hinten vor Holz und vor Wurzeln, habe die Bremsen dementsprechend zu und dann muss ich sicher gehen, dass das Pot auch sicher steht und dass mir die Routen nicht runterrutschen. Und das ist bei dem Compact Pot auf jeden Fall gegeben. Um sicher zu gehen, dass die Schnur nicht reißt oder irgendwie an den Ästen oder sowas sich aufreibt, habe ich halt unsere neue Schlagschnur vorgespannt, vorgeknotet. Und die ist echt super stabil und flexibel vor allen Dingen, was mir immer sehr wichtig ist bei Schlagschnüren. Und damit kann ich halt sicher gehen, dass ich die Fische nicht irgendwie im Holz verliere, falls doch mal irgendwo ein Ast im Weg ist. Glaubt es kaum, aber pünktlich zum Einpacken hat tatsächlich noch einer gebissen. Es lief noch einer ab. Kleiner Schuppi, ganz agiler hier. Mein Gott, der will sich auch gar nicht zeigen lassen. Trotz der Wassertemperatur sind die echt agil hier, muss ich sagen. Ah, hier ist er.
Aber was gibt's Besseres? Trotz der kalten Temperaturen heute Nacht, ja, haben die wohl eher Bock, tagsüber zu fressen hier. Würde sich also wohl auch mal ein Ansitz tagsüber lohnen. Richtig geil, ich freue mich. Perfekt, eine kleine Wintersession hier gemacht. Eine schnelle Nacht, zwei Fische, was gibt's Besseres? Für mich geht's jetzt ab aufs Sofa. Ist doch kalt geworden, unter eine warme Decke und einen geilen Film an. Und bis nächstes Mal.